Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zungenpiercer. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind in der letzten Folge etwas verzweifelt hier an der schönen Weiche. Und ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Brauchen wir 12 Stunden? Wir haben es schon 19 Uhr. Nö, da haben wir es ja. Nö, oder? Nö, da schlafen wir 10 Stündchen. Das reicht doch vollkommen aus. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir brauchen doch alle Zeit des Tages, um hier so gut wie möglich voranzukommen. Ja, wir sind ein bisschen verzweifelt mit der Weiche, ihr habt es ja gesehen, ich habe jetzt auch nicht weitergespielt oder sonst was ausprobiert. Ihr seht es ja daran, dass auch immer noch Nacht ist, denn ich möchte da nicht alles ausprobieren, dann zu tun. Ach Mensch, ja, ist mir doch gerade so eingefallen, ne? Da gibt es nämlich auch so ein paar Kandidaten, die das sehr, sehr gerne machen auf YouTube. Aber ja, so, wir fahren jetzt einfach mal ein Stück vor wieder. Etwas weniger Schub bitte. Die Weiche vielleicht während der Fahrt betätigen. Vielleicht ist es ja so gedacht. Macht zwar keinen Sinn, aber drücken, drück. Nö. So, und wir fahren links rum. Nö, das macht keinen Sinn. Schade. Dann würde ich sagen, Rückwärtsgang. Und volle Kraft voraus. Wir hätten natürlich auch laufen können. Ah, das kann ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein. Von daher, wir fahren jetzt einfach mal zurück. Dann würde ich sagen, wir schauen uns nochmal kurz das Dorf an, was als nächstes kommt. Ob vielleicht doch wieder etwas Loot oder Zombies nachgespawnt sind. Und mir fällt gerade auf, dass im Dunkeln rückwärts Zugfahren eine sehr, sehr schlechte Idee ist. Weil man sieht einfach fast nichts. Oh, es lädt. Okay. Ich wollte gerade sagen, machen wir uns mal das Lichtlein an. Und da ist auch mal Zeit für eine kurze Trinkpause. Ach schön, und in dem Moment, wo ich ansetze zum Trinken, geht das natürlich auch schon wieder weiter. Ja, dann machen wir uns hier ein bisschen Licht an, wenn das Ding keine Rückfahrscheinwerfer hat. Dann machen wir uns die halt einfach selber. So, wir haben schon wieder ganz schön viel Hunger. Lasst uns mal noch ein bisschen was reinfuttern. Also was auch neu ist, ist, dass der Zug tatsächlich ein bisschen so wackelt. Der fährt nicht mehr so komplett geradspurig. Also auch auf realistisch und so angelehnt. Aber das gefällt mir. Und schaut euch mal diesen schönen Sonnenaufgang-Himmel an. Wir sehen zwar leider gerade nicht die Sonne. Oh so, hier war die Tankstelle. Okay, das heißt, wir müssten ja dann gleich hier vorne zum Dings kommen. Zu unserer Gasstation, die war ja nicht weit weg. So. Dann lasst mal hier ein bisschen Schub runternehmen. Dann gucken wir mal, sehen wir hier was? War noch nicht allzu viel, ist echt ein bisschen doof mit dem Zurückfahren. Nicht meine Rückfahrkamera hier oder was? Ja, komm, fahr doch. Okay, ich glaube, da vorne kommt's. Das sieht etwas anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Soll ich nochmal kurz hier vorne gucken? Ach nee, doch, alles gut. Es sah gerade so aus, als würde das Haus links stehen. Ist auch nicht. Ach, dieser schöne Himmel. Ist das nicht geil? Wenn die Bäume da hinten mal etwas schneller laden würden, aber ja. Wir spielen ja auch auf schlechtester Qualität. Ist das nun mal so. Aber sieht schon schick aus. Das haben sie auf jeden Fall schön gemacht. Auch generell so mit dieser Lichtstimmung. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon mal erwähnt. Da muss ich wirklich mal ein großes Lob geben. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. So, jetzt hier. Stopp und bremsen. Ja. Ey, hier ist wieder Sprit drin. 1930. Na Mensch, was ist denn da los? Aber wir haben immer noch viel zu viel. Aber cool, die Gasstation füllt sich anscheinend, das heißt, wir haben erstmal keinen Spritmangel. Es gibt eine Zapfsäule an dem Bahnhof, wo mir geht das Benzin aus. Ich muss auf jeden Fall tanken. Nein, dir geht das Benzin nicht aus, mein Guter. Das ist die Meldung, die wir schon beim letzten Mal hatten, als wir hier waren. Da ging uns auf jeden Fall das Benzin aus. So, also Zombies spawnen auf jeden Fall nach. Da sind wir uns schon mal sicher. Ich blende dich. Ui. Ich dachte... Oh, hier spawnen ganz schön viele Zombies nach. Also okay. Sprich, leveln können wir auf jeden Fall.
ist natürlich die Frage, ob die jetzt nur einmalig gespawnt sind durch das Update. Oder ob die ganze Zeit wieder spawnen. Wenn wir hier durch die Dörfer fahren. Ach ja, kommt her. Ich brauche euch zwar eigentlich alle gerade gar nicht killen. Tanken werde ich sowieso nicht. Okay, aber hier sind wirklich viele wieder am Start. Und die Autos anscheinend auch. Okay, also, ja, wir können wieder looten. Sehr gut. Plus brauchen wir unbedingt mal Metall. Also einen Schrank müssen wir uns auf jeden Fall noch bauen. Ich sehe keinen anderen Weg drumherum. Es tut mir leid, aber auch wenn es sehr schade ist um das Metall. Aber einen Schrank müssen wir auf jeden Fall noch basteln. Ja, da haben wir ein Metall. Ja, dann kämpfen wir uns hier mal durch. Ich würde sagen, wir schießen ein bisschen rum. Munition haben wir eh genug und das Spiel haben wir ja höchstwahrscheinlich schon so gut wie durchgespielt. Mich irritiert zwar etwas die Aussage mit, dass wir bald auf unsere Basis treffen werden mit unseren Kumpels. Und bam. So einfach ist die, ne? Was ich mir am Anfang für eine Arbeit gemacht habe. Ja? Wahnsinn. So, hier oben waren ja auf jeden Fall noch eine ganze Menge Kisten. Und Level up, sehr geil. Ja, wir gehen wieder auf Stärke, ne? Was soll's. Dann können wir jetzt 38 Kilo, also auf 40 Kilo würde ich wahrscheinlich noch hochgehen wollen. Danach können wir dann mal wieder die anderen Attribute, also zumindest Ausdauer. Es war tatsächlich ein bisschen Schwachsinn, dass wir Leben hochgelevelt haben. Aber das konnte man ja am Anfang nicht wissen. Ja, also ich gehe jetzt hier nicht explizit jedes Auto ganz penibel lang. Und loote dort alles raus, weil effektiv, wir waren hier schon. Mir geht es gerade eher ums Metall. Alles andere an Loot ist sowieso gerade völlig Überschuss. Und wir finden auf jeden Fall Metall und Holz. Ach, sehr gut. Okay, dann wird es vielleicht doch was mit unserer Hütte am Wald. Oder Hütte am See. Hütte am Wald war nie die Rede. Wir haben 33 von 38 Kilo. Naja, dann lass uns mal die eine Kiste hier vorne noch machen. Ui, was war denn jetzt gerade mit der Waffe los? Und hier ist natürlich nichts drin. Vielen Dank, liebes Spiel. So. Huch, was ist jetzt? Das wollte ich gar nicht. Weiß gar nicht, ob es man jetzt auf der Aufnahme gesehen hat. Aber es ging gerade ein Menü auf, was ich vorher noch nie gesehen habe. So, dann laufen wir mal zurück zum Zug. Jetzt haben wir ja genügend Metall. Das heißt, wir können uns einen schönen Schrank bauen. Und mit dem Schrank werden wir auch wieder Inventarplätze los, also wir werden lootlos und machen Inventarplätze frei. Und dann können wir noch mal ein bisschen rumschauen. Dann würde ich sagen, wir gehen dann mal hoch zu den Häusern hier und laufen dann mit den Häusern. Ach so, nein, ich wollte eigentlich zum See runter und schon mal anfangen, Gebäude zu bauen, aber da haben wir, na gut, 7 Metall. Wie viele Wände brauchen wir denn? Also Wände ja an sich erstmal nur 4. Ich glaube, wir können uns gar kein Dach bauen, oder? Naja, wir probieren das alles aus. Ach, verarsche, es steht doch da, öffnen mit E. Ja, und es passiert einfach gar nichts. Ach, Mist. Ja, das war doch vorher noch nicht. Ach, jetzt verstehe ich. Das haben sie bestimmt durchs Update wieder reingebaut. Dass du, wenn hier Sirene läuft und Zombie-Apokalypse ist, dass du nicht so richtig cool außenrum, richtig cool, ne? Richtig cool außenrum wieder in den Zug laufen kannst. Weil bisher waren die ja, war der Zugeingang ja bloß hier vorne zu. Man hätte ja außenrum zum Zug laufen können. Und das wurde wahrscheinlich jetzt damit behoben. Na gut, dann lasst uns mal hier rein. Dann lasst uns mal einen großen Schrank bauen. Das ist wirklich mittlerweile äußerst wichtig. Ach, dann haben wir wieder schöne 80 Kilo frei. Ist das nicht schön? So, ich wollte... der Hammer ist kaputt. Wir müssen noch einen haben. Ja, wir haben noch einen, der ganz ist. Das passt. Dann lassen wir mal das da rein und das hier hin. Und dann gucken wir mal. Also wir könnten den wahrscheinlich auch noch... Ja, lasst uns den noch hier hinbauen. Auch wenn es jetzt ein bisschen unsymmetrisch aussieht. Aber dann haben wir zumindest die... Die Schränke alle an einer Stelle. Das wäre mir schon ganz lieb so. Hey, wir hätten die sogar eins weiter hinterbauen können.
Oder die sind mit einem Update ein Stück kürzer geworden. Das kann natürlich auch sein. Naja, wir machen es jetzt so, wie es war. Bam, zack und wieder Arm abgebrochen und Hammer kaputt und Fingernagel abgerissen und blaues Auge und keine Ahnung was und fertig. So, sehr schön. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Ich packe jetzt erstmal alles rein. Manchmal muss man einfach mal wieder von komplett neu anfangen. Damit man wieder ein bisschen den Durchblick hat. So, also eine Pistole und eine Schrotflinte. Und einmal das. Das muss natürlich dabei sein. Schrotflinte reichen uns definitiv 20 Schuss. Pistole reichen uns definitiv 40 Schuss. Was mache ich denn? Jetzt 40 Schuss. Okay, dann Energy reichen uns 3 Stück. Mehr brauchen wir sowieso pro Durchgang nicht. Essen und Trinken hauen wir uns jetzt gleich mal noch rein. Das ist die Frage. Wollen wir jetzt nochmal da hochrennen und die Kisten looten? Es wäre vielleicht schon ganz schlau. Da oben waren auf jeden Fall noch eine ganze Menge Kisten. Ja, lasst uns die noch looten und dann fahren wir wieder zurück. Und dann probieren wir das mit der Hausstrategie erstmal in dem Fischerdörfchen, was davor kam. Was für ein schwieriges Wort. So, dann gönnen wir hier noch 5 Wasser. Und dann haben wir doch schon wieder alles, was wir brauchen. Mehr müssen wir gar nicht einstecken. Da sind wir bei 5 Kilo. Trinken wir noch ein Wasser. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Achso, wir können noch mal kurz... Ah, jetzt haben wir hier schon wieder... Nee, jetzt machen wir uns damit die Taschen voll. Da habe ich keine Lust drauf. Da gucken wir nachher noch mal. Ja, also ich bin mal gespannt, ob der Loot wirklich die ganze Zeit nachkommt. Also wenn wir jetzt wieder nach vorne fahren würden in das andere Dorf, oder man kann es ja fast Stadt nennen, ob wir dann tatsächlich da auch wieder alles finden würden. Aber dann wäre das ja Loot-Überschuss hoch 10. Ey, wird nicht gekotzt. Der Schnelle, kommt der? Der war doch noch ein Schneller, ich habe ihn doch gesehen. Ach Mist. Ach, komm, ich scheiße jetzt hier auf das Geschlage, wir haben genug Muni. Ach, na komm doch her. Okay, auf geht's. Wir wollten hier hoch zum Dorf. Oder zu den Häusern, nicht zum Dorf. Weg vom Dorf, zu den Häusern, so rum. Dann lasst uns dort die Kisten noch alle looten. Und dann... Ist der Energy schon wieder auf? Ah ne, wir hatten noch gar keinen getrunken, ne? Jo, und dann fahren wir noch mal ein Stück zurück. Zu dem schönen Dorf. Mit den Fischern. Und dem Fluss. Dann probieren wir dort mal... uns ein kleines Häuschen zu bauen. Und dann fahren wir noch mal ein Stück zurück. Zu dem allerersten Dorf. Gucken, ob vielleicht doch die Basis dort gemeint ist mit unseren Kumpels, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber vielleicht haben die ja die ganzen Zombies wieder erledigt und... Ey, Fat Joe, ja stimmt, der war das letzte Mal schon hier. Den habe ich ganz vergessen. Hey, mein Freund. Ja. Komm mal hierher. Ja, mit der Schrotflinte geht's doch eigentlich ganz gut, ne? Guckt mal seine Zähne. Ja, also hier Reihe A, Zahn 37. Nein, ich weiß nicht, was man beim Zahnarzt heißt. Aber ihr wisst dann immer, wie heftig der irgendwelche Zahlencodes zu seiner Schwester wirft und die gleich weiß, okay, Zahn oben links, dritte Reihe, 8, 7, 3, 9, alles klar. Ne, genau so. Dritte Reihe vor allem. Ne? Wer hat's nicht? 3, 1 Zähne, ganz normal. So, komm, wir probieren es nochmal hier mit. Bam, stehen. Jawohl. Und er hat gar keine Arme. Mit was will er uns schlagen? Ach, mit Stummeln. Mensch. Sehr, sehr unrealistisch. Guck mal, hier hat er seine Arme verloren. Können wir Karl den Lama geben, wenn er mal wieder Bock auf Hände hat. So, das haben wir. Und Holz und Metall und Holz und Stoff. Und Metall. Jawohl, sehr schön. Wir brauchen wirklich Metall. Einfach nur Metall. Was anderes möchte ich gar nicht. Dann gucken wir nochmal hier hoch. Hier war ja das eine Häuschen mit dem Polizisten davor. Bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher, ob da noch Truhen waren.
Mittlerweile haben wir ja wirklich von allem so viel. Wir müssen uns ja gar keinen Stress mehr machen. Das heißt, wir können auf ganz entspannt unser Häuschen bauen und mal schauen, was das Spiel alles noch so zu bieten hat. Hey, fettiger Joe. Schade, dass hier kein richtiges Fass ist. Bloß das eine da drüben, aber das ist, glaube ich, zu weit weg. Nein, er hat uns erwischt. Ach, das sieht immer so gruselig aus. So, jetzt aber. Bam. 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 Jawohl, da haben wir ihn. Hey, was war denn mit dem Himmel jetzt los? Machst du es nochmal, Himmel? Nö, macht's nicht nochmal. War gar nicht bewusst, dass hier hinten noch ein Haus ist. Also das hier wusste ich. Es sieht aus wie einfach nur so ein hässlicher Scheißhaufen. Ach doch, das war ja das Haus hier mit der Bank und dem Zombie davor. Mensch, wie konnte ich das vergessen? Ich schäme mich etwas. Okay, aber es sieht schon mal gut aus. Also wir finden auf jeden Fall wieder Metall. Ich hatte gerade so dolle Angst, dass wir einfach zu viel Sachen gebaut haben, die wir gar nicht brauchen und deswegen hier gar kein Metall mehr finden. Und wir haben wieder ihn hier. Und er guckt sich wieder die schöne Aussicht an. Das ist doch was Feines, ne? Es ist halt auch sehr geil hier. Obwohl, wir könnten vielleicht doch, wenn wir die Hütte dorthin bauen, wo ich gerade hin zeige, dann haben wir die Zugleise ja gleich daneben. Was ist denn hier unten? Ist hier noch ein Weg? Hier ist noch eine Straße, okay. Ah, okay. Ich dachte, das ist viel zu weit weg von den Gleisen. Deswegen wollte ich es lieber an dem Fischerdorf bauen. Aber so wie es gerade scheint, gehen die Gleise ja doch da hinten lang. Und wir finden nochmal dieselbe Schrotflinte. Was ja eigentlich gut ist, weil die gehen ja mit der Zeit auch kaputt. Dann müssen wir definitiv nochmal in das letzte Dorf gucken, in dem wir jetzt gerade waren. Damit wir die M9 wiederfinden, die uns das Update geklaut hat. Okay, haben wir alles. Wie sieht's urzeittechnisch aus? Um 11, wir können auch noch gut was tragen. Die Granaten nutze ich viel zu wenig. Aber bis jetzt sind die Zombies halt auch ziemlich entspannt. Mal, könnte man hier das letzte Mal schön lang gehen? Ich dachte, der Zaun ging komplett lang. Findet man hier noch was Schönes? Vielleicht noch ein verstecktes Dorf. Also Zombies sind auf jeden Fall nicht da. Außer der da vorne. Ah, darum würde ich sagen, lass uns jetzt hier nicht allzu weit ins Dorf hintergehen. Hier wird wahrscheinlich eh nichts mehr kommen. So. Waren wir doch wieder ein Stückchen zu weit weg. Dass es kein One-Shot war. Ach ja, das freut mich, dass wir wieder Loot finden können. Das war ziemlich gemein. Denn das gibt uns einfach die Möglichkeit, das Spiel hier doch noch ein bisschen weiter zu spielen. Damit muss das Let's Play noch nicht aufhören. Wir sind ja auch... Also es sind ja noch gar nicht so viele Folgen. Klar, sind schon ein paar zusammengekommen. Hey, und weil ich den Polizisten so mag, jetzt für den mal eine Granate. Damit ihr auch mal seht. Bam. Dass die so gut wie gar nichts bringt. So. Ja, dann können wir das Let's Play halt noch ein bisschen weiterführen. Ich meine, ich möchte es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, dass wir jetzt hier die ganze Zeit nur blöde rumrennen und looten. Das haben wir jetzt schon, sag mal, in der Story genügend gemacht. Das brauchen wir jetzt nicht noch die ganze Zeit jetzt tun. Ich würde halt bloß schauen, dass wir noch ein bisschen Metall sammeln, dass wir auf jeden Fall noch alles bauen können, was das Spiel hergibt. Und eventuell... Uiuiui. Dauert das mit dem Bauen ja schon wieder so lange, bis das nächste Update kommt und dann haben wir wieder Sachen zu erkunden. Und wenn das immer so weitergeht, wenn so schnell Updates kommen, wie wir noch am Bauen sind, dann können wir das Spiel doch noch bis ins 23. Jahrhundert spielen. Hey, so. Dann sind wir hier durch. Lasst uns mal noch einen Energy süffeln. Schon wieder 144 Pistolenmunition. Muss mal wieder mehr mit der Pistole killen. Aber die Schrotflinte bockt zurzeit einfach so. Ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen.
Geht wahrscheinlich nicht nur mir so. So, da sind wir aber auch schon wieder angelangt beim Folgenende. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Stopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr, ihr wisst Bescheid, kommt die nächste Folge und dann schauen wir uns mal den See an und bauen uns da ein kleines Häuschen. Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut.